In dieser Folge lernst du ein einfaches und mächtiges Sprachmuster der Beeinflussung kennen und dieses wird dir helfen, sehr sanft zu überzeugen, zum Beispiel in der Erziehung, mit Kollegen, im Training oder wo auch immer du es gerade brauchst. Psychologie der Worte von Marian Zefferer. Wie funktioniert das Muster? Gib dir ein Beispiel, mein kleiner Sohn Aaron, der war damals an die 2 Jahre alt und der hatte, mit 2 Jahren hat man einen eigenen Willen, einen sehr starken eigenen Willen. Das heißt, wenn ich ihn gebeten habe, hey Aaron, komm doch her, zum Beispiel im Spielplatz, dann hat er mich angeschaut, hat mich angelächelt und Nein gesagt. Also das war nicht so seins. Und irgendwann habe ich natürlich verschiedene Strategien probiert und eine Strategie, die fast ein ganzes Jahr gut ging, war die folgende. Ich habe irgendwann gesagt, Aaron, möchtest du selber herkommen oder soll ich dich holen? Und meistens ist er selber hergekommen, manchmal sollte ich ihn holen. In beiden Fällen war er auf jeden Fall am Schluss bei mir. Oder anderes Beispiel, Kinder anziehen ist auch oft so ein Thema. Ja, der Aaron war vielleicht da 2,5 Jahre oder nicht mal 2,5 Jahre, will sich nicht anziehen. Und ich frage ihn, hey Aaron, magst du dich selber anziehen oder soll ich dich anziehen? Und in beiden Fällen, du merkst schon, das Ergebnis ist, die Hose ist am Plus dran. Worum geht es? Es geht um den sogenannten Double Bind, das heißt eine Doppelbindung. Das heißt, die Idee ist hier, eine andere Übersetzung wäre auch Scheinwahlmöglichkeiten. Man gibt dem anderen Wahlmöglichkeiten, was er tun kann, wie er das tun kann. Schlussendlich führen aber die Wahlmöglichkeiten alle zum selben Ergebnis. Klar, wenn ich ihn holen muss, muss ich selber hingehen und wenn er selber kommt, kommt er. Aber in beiden Fällen ja, ist er dann bei mir. Klar, ich ziehe die Hose an oder er zieht es an, aber am Schluss ist die Hose angezogen. Das heißt, es gibt Wahlmöglichkeiten, aber die sind eben nur scheinbare Wahlmöglichkeiten. Am Ende geht es auf ein bestimmtes Ziel hin. Wir lieben Wahlfreiheit und deswegen funktioniert es auch sehr gut, dieser softe Ansatz, dass man den anderen durchaus Wahlmöglichkeiten mitgibt, etwas zu tun. Übrigens darf die Theorie nicht verwechselt werden mit der Double-Bind-Theorie von Bateson, Watzlawick und Co. Es gab mal so die Theorie, dass sogenannte Double-Binds Schizophrenie erzeugen können. Ist mittlerweile nicht bestätigt, also kann man so nicht sagen. Diese Double-Bind-Theorie war aber anders. Da war die Idee, wenn die Mutter das Kind zur Mutter sagt, hey, ich kann meine Schuhe schon selber anziehen und die Mutter sagt dann, ja, ich weiß, dass du das kannst und zieht dann die Schuhe an. Dann ist der Double-Bind hier gemeint, als ich sende 2 Botschaften. Sprachlich sage ich, ja, ich weiß, du kannst es und nonverbal sage ich, nee, du kannst es nicht, darum mache ich es. Ja, und diese Verwirrung sozusagen wurde in vielen schizophrenen Familien, also wo halt ein Indexpatient schizophren ist, entdeckt und dann dachte man, okay, das ist ein Auslöser. Hat sich nicht gezeigt. Ja. Das heißt, auch Double Bind, ja, hat auch, die haben auch damals mit Erikson schon gearbeitet, dem Erfinder in Anführungszeichen dieser Double Binds. Das sind aber 2 verschiedene Dinge. Ne? Also hier heißt Double Bind, was ich dir heute vorstelle, Scheinwahlmöglichkeiten zu stellen und der andere Double Bind ist eigentlich eine Kommunikation auf 2 Ebenen und diese 2 Ebenen passen nicht zusammen. Ja, die sind nicht kongruent. Es hat nichts mit dem zu tun, was wir heute machen. Ne? Nur mal so ein kleiner Ausflug, weil viele von euch auch Psychologie interessiert sind, so ein bisschen Randthemen an dieser Stelle sei das mal erwähnt. Das heißt, Double Binds sind Scheinwahlmöglichkeiten. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Erikson, der Erfinder in Anführungszeichen von diesem Muster, hat zum Beispiel gefragt, wollen Sie auf diesen Stuhl in Trance gehen oder auf diesen? Also der war Hypnotherapeut und hat auch da Wahlmöglichkeiten gegeben. Ja? Möchten Sie eher in eine leichte Trance gehen oder in eine tiefe? Und du merkst schon, schlussendlich ist er in Trance. Ob jetzt leicht oder tief oder wie auch immer, ist eigentlich egal, aber er ist in Trance. Ja? Oder im Verkauf. Wollen Sie den in Rot oder wollen Sie den in Blau haben? Das ist vielleicht ein bisschen zu krass, weil vielleicht will man ja gar nicht haben. Da kann man auch mal soft anfangen. Wäre er Ihnen lieber in Rot oder lieber in Blau? Da ist der Verkauf zwar nicht so ganz drinnen, aber naja, es geht schon in diese Richtung. Ja? Also das ist natürlich auch Kombination mit anderen Techniken dann drinnen. Im Training, ja, ich kann mich erinnern, ich habe früher auch im Angestellt gearbeitet, wo wir Trainings gegeben haben und naja, da fällt jemand aus, ist jemand krank, da muss das jemand übernehmen. Das ist manchmal unangenehm, weil man eigentlich andere Sachen zu tun hat. Und anstatt zu fragen, hey, könntest du es übernehmen, ja, ist eine smarte Möglichkeit dann zum Beispiel, hey, möchtest du erst Vormittagstraining übernehmen oder erst Nachmittagstraining? Und hier sind eigentlich gar keine Scheinwahlmöglichkeiten. Oft ist es wirklich so, dass man sagt, hey, Vormittag passt gerade gar nicht, ich muss den Bericht noch schreiben, aber Nachmittag ist super. Ja? Aber es ist ein ganz anderer Stil, als zu fragen, hey, könntest du das Training übernehmen? Hey, könntest du das Training übernehmen? Hey, könntest du vielleicht? Ist natürlich, dauert vielleicht viel länger, ja, es ist einfach auch sehr, sehr sparsam. Privat auch, möchtest du ins Kino gehen oder lieber Tennis spielen? In beiden Varianten geht es halt darum, rauszugehen. Ja? Du könntest auch sagen, möchtest du ins Kino gehen, Tennis spielen, Federball spielen, rausgehen, die Sterne genießen, picknicken, Hauptsache man geht raus. Ja, das wäre sozusagen alles in diese eine Richtung. Und manche, vielleicht haben jetzt manche so ein Gefühl, hey, das ist ja total manipulatives Zeug, zu dem komme ich gleich noch. Naja, die Wahrheit ist, das ist
wir reden ganz natürlich so. Also wenn du jetzt zum Beispiel Coaching buchst und du hast mehrere Themen, dann kann es sein, dass dich der Coach irgendwann fragt, hey, möchtest du jetzt mit dem Thema Abnehmen beginnen oder möchtest du anfangen über das Thema, dass dir egal, wie du das andere über dich denken. Was ist dir gerade jetzt wichtiger? Und da kann man auch sagen, es ist eine Scheinwahlmöglichkeit, weil in beiden Fällen geht es darum, dass du etwas tust. Ja? Aber so denkt der Coach gar nicht, ja? Sondern der will einfach nur Klarheit haben, wir können nicht an 10 Sachen gleichzeitig arbeiten, wir müssen uns auf eins fokussieren. Also was ist es? Natürlich ja, ist Ethik eine wichtige Frage. Und Erikson meint übrigens, dass er nichts erfunden hat, kein sprachliches Muster, sondern er hat sich das nur bei anderen Menschen abgeguckt. Ja? Das heißt, die Wahrheit ist, dass du schon Double Binds gebraucht hast und auch schon öfter welche erlebt hast, halt meistens unbewusst. Das heißt, es ist jetzt nichts Neues oder nichts, wo man sagt, aha, wenn der jetzt Double Binds macht, dann, nee, wir haben das alle schon mal gemacht. Ja. Wenn du da, ja, ich fragst ethisch, ist das vertretbar, kann man das machen, da verweise ich auf die Folge 10, da analysiere ich das Wort Manipulation. Und da ist natürlich die Frage, bist du da auf den ersten paar Stufen oder bist du da eher weiter unten? Ja. Und wenn du da weiter unten bist, na, komme ich später noch dazu, bei der Zusammenfassung, was du machen kannst, um so ein bisschen zu, ja, dich abzugrenzen von ja, ist das jetzt noch ethisch vertretbar oder eher nicht? Ja, eine ganz einfache Frage ist zum Beispiel, wenn du der Adressat des Double Binds bist, würdest du dich manipuliert fühlen, würdest du dich schlecht fühlen? Also wenn du gefragt wirst, hey, möchtest du das Vormittagstraining oder das Nachmittagstraining übernehmen? Naja, also wenn, ist es so, dass du das Gefühl hast, boah, das ist ja voll arg. Ich meine, du hast einen Vertrag, ja, da steht auch drin, dass du es manchmal übernehmen musst und so weiter. Findest du es arg, dass du die Frage gestellt bekommst? Oder wärst du lieber, dass du gefragt wirst, oder vielleicht gar nicht gefragt wirst, dass jemand zu dir kommt und sagt, hey, du machst das Vormittagstraining. Ja, das wäre zum Beispiel auch eine andere Variante. Ja. Oder manchmal vielleicht auch, dass du nur so gefragt wirst, möchtest du überhaupt was übernehmen? Ja, und dann irgendwann, wenn du immer wieder Nein sagst, kriegst du einfach ein Training aufgedrückt. Also hast du das Gefühl, das ist irgendwie so, boah, arg, hat mich jemand wirklich gefragt, ob ich vormittags oder nachmittags ein Training übernehmen will? Ja. Ich kriege auch Geld dafür, ja, aber das ist schon echt arg. Also wenn du so das Gefühl hast, dann würde ich sagen, lass es. Ja. Aber wenn du das Gefühl hast, hey, wenn mich das jemand fragen würde, ja, wäre es auch okay, dann ist es wahrscheinlich nicht so dramatisch. Das mal so gleich vorweg. Ich sehe das auch so ein bisschen als Schweizer Taschenmesser. Ja. Praktisch jeden sprachlichen Mechanismus kannst du negativ manipulativ verwenden. Wie gesagt, Folge 10 erkläre ich das ausführlich und da geht es halt darum, wie auf welcher Stufe du gerade stehst und ob es halt dann ethisch vertretbar ist oder nicht. Aber du kannst gleichzeitig auch das Taschenmesser dazu verwenden, Stecken zu schnitzen, ja, eine Wurst aufzuschneiden oder irgendwas zu machen damit, was durchaus sinnvoll ist. Ja, stell dir vor, du sparst dir einige mühselige Diskussionen, nämlich genau mit diesem Double Bind, und dafür schauen wir uns mal ein paar Praxistipps an. Tipp Nummer 1. Habe ein positives Ziel im Kopf und denke da gern den anderen mit. Also die Idee ist jetzt nicht, wie kann ich den anderen irgendwie dazu bringen, was er nicht machen will, sondern die Frage ist ja eher, okay, wie kann ich die Kommunikation effizient gestalten? Ja, also wenn ich die Erfahrung gemacht habe, ich frage immer wieder, hey, wer möchte von euch einspringen? Das sind entweder immer dieselben einspringen, ja, oder das eine schlechte Stimmung macht. Leider könnte ich mich mal fragen, okay, wie kann ich es anders machen? Macht vielleicht ein Double Bind Sinn. Ja? Oder auch Beispiel Aaron. Ich weiß, der Aaron will auf den Spielplatz gehen, ja, aber ihm ist vielleicht noch nicht ganz klar, oder damals war ihm das noch nicht klar, dass das zusammenhängt mit, wir müssen jetzt die Hose umziehen, ja, die eine aus, die andere an, damit er dann eine Gatschhose anhat und so. Also er will da raus, ihm ist aber nicht klar, das ist die Bedienung dafür. Sonst kann ich nur sagen, okay, musst die Hose anziehen, sonst kannst du nicht rausgehen. Da kann es aber schnell sein, dass das sich in den Machtkampf verstrickt. Ja? Das willst du ja auch nicht. Und so denke ich da einmal mit und frage mich, okay, was ist auch im Sinne vom anderen, was ist denn da sinnvoll? Und kann dann entsprechend, wenn ich dieses klare Ziel habe, jetzt Schritt Nummer 2, mir Wahlmöglichkeiten ausdenken. Ja, welche Möglichkeiten gibt es denn? Ja? Man kann zum Beispiel, andere Wahlmöglichkeiten, die wir auch schon hatten, ist, soll ich dich im Stehen umziehen oder im Liegen? Ja, und meistens wollte er dann eben zum Beispiel nicht mehr liegen, weil das war so das Ursprüngliche vom Wickeln und Baby sein, das wollte er meistens nicht, sondern wenn, dann stehen. Ja. Und später war auch klar, wenn, dann selber, ja, Papa macht das sicher nicht. Also das kann sich auch wandeln und auch die Varianten können sich wandeln. Aber so die Frage, okay, wenn jetzt ein anderer mitgedacht, was ist dem anderen vielleicht wichtig oder welche Wahlmöglichkeiten sind denn vielleicht auch wirklich sinnvoll für ihn? Ja. Im Coaching übrigens ähnlich. Ja. Also wenn ich jetzt davon gehe ich nicht aus, aber wenn man halt jemanden in Trance versetzen wollen würde, naja, dann ist die Wahlmöglichkeit leichte oder tiefe Trance, dieser oder jener Stuhl, ja, durchaus sinnvoll. Da kann er frei wählen, was er will. Schlussendlich geht es ja darum, dass er sein Ziel erreicht als Coachee. Und der Coachee wird wahrscheinlich sagen, ja super, das ist genau meine Sache. Ja, also das heißt, Punkt 1, hab ein positives Ziel parat, denk der andere mit. Punkt 2, denk dir Wahlmöglichkeiten aus und probier es aus. Zusammengefasst, Double Binds wirken sehr soft, ja, dass sie Wahlfreiheit suggerieren.
beziehungsweise auch ein bisschen Wahlfreiheit geben. Übrigens kann das auch im schulischen Kontext genutzt werden. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, ihr könnt diese 5 Aufgaben machen oder diese 5 Aufgaben machen. Ja? Übrigens ist es didaktisch deutlich wertvoller, weil um die Frage zu, also ob ich jetzt die oder die 5 machen will, ja? Naja, was wird man machen? Man wird sich die 5 leichteren oder die 5 schnelleren aussuchen. Naja, was brauche ich, um die 5 schnelleren auszusuchen? Ich muss mir alle 10 Beispiele anschauen und muss einschätzen können, was ist leichter. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann es einschätzen, dann bin ich auf sehr hohem Niveau und habe sehr viel auf der Metaebene gelernt. Oder ich kann es noch nicht einschätzen. Naja, dann werde ich halt irgendwas auswählen und werde vielleicht bemerken, früher oder später, dass meine Wahl oft schlecht ist und werde indirekt dann irgendwann lernen, mir die besseren Beispiele auszusuchen. Und so ist die mathematische Kompetenz, und das kann man auch nachweisen, deutlich besser. Na, also auch diese Form von Double Binds im Unterricht, sehr, sehr mächtig. Sie können helfen, schneller zu Entscheidungen zu kommen. Ja, gerade wenn du entscheidungsschwache Menschen kennst, dann ist so ein Double Bind oft, oh, ich sag's ja, Gold wert. Das ist wirklich manchmal Gold wert. Ja, einfach um mal klar zu machen, es geht jetzt nicht darum, ob wir entscheiden, sondern wir entscheiden. Die Frage ist nur, was. Ja, gehen wir dorthin, 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 dorthin oder dorthin? Ist mir vollkommen egal, aber Hauptsache irgendwas so in die Richtung. Ja, wie alle Techniken können auch sie missbraucht werden. Daher darfst du die Technik nur anwenden, wenn du bei mir eine NLP-Practitioner-Ausbildung gemacht hast. Nein, Spaß beiseite. Also machen tun wir es sowieso alle. Aber die Frage der Ethik stellt sich natürlich, ja. Und ich habe schon erwähnt, eine einfache Frage ist, würdest du wollen, dass jemand anderer diesen Double Bind bei dir anwendet? Und wenn du dann sagst, ja, hätte ich jetzt kein Problem. Ja? Weil, ganz ehrlich, wenn mich jetzt jemand fragt, hey, möchtest du Vanilleeis oder Schokoeis? Ist auch so eine klassische Frage. Und ich sage, hey, ich mag gar kein Eis. Ich bin ja immer noch frei. Ja? Hätte ich jetzt auch kein Problem damit. Ja? Wenn du aber sagst, naja, eigentlich, ja, ist das schon... ja, da ist eigentlich die Zuckerindustrie dahinter und es geht gar nicht, dann ist es wahrscheinlich eher nicht so optimal. Dann würde ich mir überlegen, ob du das wirklich machen wollen würdest. Ja? Wie gesagt, Folge 10, Analyse des Wortes Manipulation, da kannst du vielleicht nochmal sehr detailliert und genauer einschätzen, wie es darum steht mit der Ethik. Ja, in diesem Sinne, wenn du sprachlich fitter werden willst, wenn dich so Double Binds interessieren, den unterrichte ich zum Beispiel auch in der NLP Practitioner Ausbildung, die ist auch unten verlinkt. Und NLP war oder ist für mich so ein Gamechanger gewesen. Ich habe es ja mit 14 kennengelernt, NLP, und war ja damals schon, ich habe dieses Buch in Händen gehalten, ich habe es am Anfang schon mal gesagt in einer frühen Folge, Ein neues Leben in 7 Tagen, und ich war so begeistert, weil die ersten Seiten, die waren so, also du musst dir vorstellen, du liest da irgendwie etwas, das klingt so, dass du sagst, das kann nicht sein. Und dann schreibt der Autor, und du denkst jetzt wahrscheinlich, das kann nicht sein. Und ich denke mir, ja, genau so ist es. Ja. Und dann geht es weiter, dass er vielleicht so ein Double Bind auch einführt, ja? Wo er vielleicht sagt, naja, es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Ja? Die eine Variante ist, du bist von Anfang an begeistert und dann funktioniert es super gut. Oder du denkst dir, oh, du bist kritisch und man weiß nicht. Und das sind die viel nachhaltigeren Menschen, ja? die sich wirklich kritisch überprüfen, ja? ob das jetzt was Gutes ist. Und erst wenn sie entschieden haben, dass das was Gutes ist, dass die das dann machen, dann weiß man heute, dass es meistens viel nachhaltiger und erfolgreicher. Ja? Und du merkst auch schon bei diesem Double Bind, ja, vielleicht musst du mich ein bisschen langsamer stellen in diesem Podcast, oder mal eine Pause machen, aber auch hier über diesen Double Bind, es geht beides in die Richtung Erfolg, was natürlich eine Suggestion ist. Und dieses Buch hat mich gepackt, ja, es war so, hey, cool, und habe dann eben auch NLP gelernt und war vor allem auf diese sprachlichen Modelle, da war ich immer schon sehr scharf drauf. Und NLP ist eins der wenigen, oder ich würde sagen, das einzige, was wirklich extrem viele sprachliche Muster hat, die wir trainieren und üben können. Wir haben 3 ganze Kombimedien an sprachlichen Modellen in der Practitioner- und Master-Ausbildung zusammengefasst. Und wenn dich das interessiert, wenn du wirklich auch so ein bisschen Sprachfetischist bist oder wenn du einfach ja besser kommunizieren möchtest, eine bessere Gesprächsführung haben möchtest, dann lade ich dich ein, mal vorbeizuschauen bei einem NLP Practitioner. Also vorbeizuschauen, es ist natürlich mit Kosten verbunden, aber du kannst zum Beispiel auch bei einem Abendwebinar vorbeischauen. Wir machen ja, und ich mache mindestens einmal im Monat ein kostenfreies Abendwebinar, um mich einfach mal live zu erleben. Ist auch beides unten verlinkt. Oder du schaust einfach mal die Seite an, Practitioner-Seite, da hast du auch Videos, sprechen auch Teilnehmer drüber, was sie dazu sagen. Und kannst du mal schon anschauen, was du sprachlich lernst. Auch, du lernst natürlich noch viel mehr. Aber wenn das was ist, wo du sagst, hey, ja, irgendwie, das hat was, ja, so bestimmte sprachliche Muster, bestimmte Methoden, auch die Haltung natürlich dahinter, die du da entwickeln möchtest vielleicht, das ist was für dich, dann lade ich dich herzlich ein, schau doch mal vorbei. In diesem Sinne, bis bald vielleicht. Ciao dir. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast oder noch besser, empfehle ihn Freunden, diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me/Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in die exzellente Kommunikation einsteigen möchtest, dann schau auf unsere Webseite landsiedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen mit dem Wort.
In der nächsten Folge geht es um ein spannendes Interview von einem Präsentationscoach. Du kennst diesen Menschen bereits, ohne zu wissen, dass du ihn wahrscheinlich kennst. Also auf jeden Fall gleich abonnieren und beim nächsten Mal wieder dabei sein.